Ja, herzlich willkommen bei Feuerwilli. Das bin ich. Wir werden jetzt den zweiten Teil besprechen. Was machen wir mit dem Schlauchpaket, wenn wir es gewickelt haben? Wie können wir es am besten verstauen? Weil die Trageweise ist entscheidend. Darf man alles machen oder nicht? Und darüber reden wir jetzt. Okay, los geht's. So, im letzten Video haben wir ein Schlauchpaket gewickelt mit dem schönen Teil. Jetzt werde ich mal euch kurz darauf eingehen, wie ihr es vielleicht kennt, Schlauchtragekörbe, was kann man machen, wie kann man Schlauchtragekorb nutzen. Da gibt es die verschiedensten Patente. Können wir hier ganz kurz mal einen Vergleich zeigen. Also erstmal gibt es die sind komplett geschlossen. Hier kann man nichts aufmachen, da gibt es ein Klettband. Die finde ich äußerst schlecht. Also das Mindeste, wenn man Schlauchtragekörbe nutzt, ist normalerweise, dass man die aufklappen kann. Und da gibt es auch schon Unterschiede. Es gibt diese klassischen, wo man immer nicht weiß, wo es anfängt und versucht es erst gar nicht mit Handschuhen. Ne? Also ich kriege das immer nicht gegriffen. Wo es dann sozusagen die Richtung, ich versuche das mal kurz aufzumachen. Also mit, wenn du Innenangriff bist, mit normalen, ja, da geht schon los. Ja, hier, so. Geht der so rum auf. Normalerweise normaler C-Standard-Klapp-Schlauchtragekorb. Ne? Und das ist so das Neuere. Das gibt es zum Beispiel auch bei Ultramedic, dass man jetzt hier, also gibt es überall, ne? Dass man hier einen roten Griff hat und der geht nach oben auf. Die von euch, die hier die Schläuche reinlegen, wissen sofort, was jetzt der Unterschied ist. Weil es ist beim Befüllen. Ob ich nun ein B habe. Die Erfahrenen von euch, die schon mal Schläuche da reingewickelt haben, wissen sofort den Unterschied, ob der Tragekorb in die Richtung aufgeht oder in die. Ne? Weil, ich sag mal, wenn ich an den Boden die Schläuche ranlegen möchte in Buchten, ist das jetzt ein bisschen störend für mich. Ne? Ein bisschen nervig. Hier könnte ich wunderbar unten ranlegen. Dazu mache ich ein eigenes komplettes Video, wie man am besten, es gibt verschiedene Varianten, wie man hier so Schlauchtragekörbe benutzt. Da gehe ich noch mehr drauf ein, weil das sind jetzt nur mal so ein Abriss, dass ihr seht, es gibt C und B, es sind breiter, ne? Und es gibt verschiedene Klapprichtungen und vor allem verschiedene Öffnungsmechanismen, ne? Fertig. Das kann ich auch mit Handschuhen aufmachen, ne? Okay. Fertig. Ne? So. Nur, dass ihr es wisst, dass ihr vielleicht darauf achtet, wenn ihr euch vielleicht neue zulegt, empfehle ich euch sowas, was aus der Praxis kommt. Ich kenne zufällig die Geschichte von dieser Entwicklung. Das war ein Feuerwehrkamera von uns, der das als Idee preisgegeben hat. Ne? Und dann empfehle ich jeden, der so Ideen hat, Verbesserungen, von denen wir alle Nutzen ziehen können. Einfach mal mit Herstellern sprechen hier, was ich hier, Ultramedic oder was, und dann einfach mal ansprechen. Ich würde das gerne noch so und so ändern. Ich brauche hier noch ein Dreieck, weil dann ist das so und so. Ne? Oder wie zum Beispiel hier die Aussparung auf der Seite mit den Hohlschraubrohr reinpasst. Total simpel. Aber das geht bei normalen Standard nicht. Ne? Nur, dass ihr es wisst. Das ist ein Unterschied. Hier passt die Hohlschraubrohr rein. Die sind meist breiter. Gerade bei den C sind die Hohlschraubrohr von den Köpfen so breiter. No way, ne? Hier ja. Okay, gut. Jetzt kommen wir nochmal zum Eigentlichen und zwar, was gibt es für Varianten, wie man einen Schlauchtragekorb nutzen kann, was ich kenne. Vielleicht kennt ihr noch mehr. Ne? Es gibt auch noch 7-to-go und so weiter, das sprechen wir alles noch an. Aber jetzt erstmal die Standarddinger für euch. Okay, gucken wir mal. Los geht's. Manche kriegen hier noch mehr Schläuche rein. Ne? Das ist auch eine Variante. Man kann Schlauchtragekorb nehmen, um gewickelte Schläuche zu tragen. Fast wie ein Einkaufskorb. Ne? Habe ich alle schon gesehen. Also das gibt's. Nutzen wirklich welche so? Damit sie nicht auseinanderfallen. Ne? Man hat früher ja auch, ich weiß nicht, vielleicht die älteren Kameraden kennen das auch noch. Man hat so oft zwei Schläuche nebeneinander gehabt und mit so einem Lederriemen verbunden zum Tragen. War auch eine gute Variante, aber dann ist das natürlich wahrscheinlich ein bisschen besser, ne? Vor allem, wenn man aufklappen kann. Also, das gibt's.
Und es gibt noch was anderes. Gucken wir uns mal an. Naja, so oder so ähnlich kann man das Schlauchpaket auch verstauen, ne? Dadurch, dass der Schlauch auch nagelneu ist, hatte ich das Gefühl, dass er noch ein bisschen rutschiger ist als sonst, ne? Okay, also, so kann man das machen. Ich mache jetzt nur mal einen zu. Oh, das ist echt eine Fummelei, ne? Und ich werde gefragt, warum ich manchmal Videos ohne Handschuhe mache. Ich kriege hier gleich eine... Piep. Keine Chance. So was. Also nochmal herzlichen Dank an dem, der das so entwickelt hat. Ich weiß nicht, was ich dem getan habe. Hier hat man noch Klett, hier bleibt man hängen. Das kriegt man also mit Handschuhen gar nicht hin. Also das im Einsatzfall würde das Ding jetzt noch in der Luft sein. Ne? Und jetzt landen irgendwann. Also das hätte ich weggefenstert. Okay, aber sonst ist gut. Wie gesagt, ich habe jetzt noch eine Seite und man kann das wunderbar für den Innenangriff jetzt so nehmen. Ne? Okay, super. Ergänzen kann man das noch mit einer, ich ziehe erstmal die Handschuhe wieder an. Ergänzen kann man das jetzt noch mit einer Kleinigkeit. Moment, mobiler Rauchverschluss. Zack. Und das kann man hier noch festmachen, ne? Erspare ich mir jetzt, aber dadurch hat man dann beides zusammen. Beim mobilen Rauchverschluss macht ja eigentlich auch nur Sinn in der Gegend, wo auch das Wasser gleich gebraucht wird. Ne? Da ist auch der Rauch vermutlich. Okay? So. Ist nur schlecht zu jetzt anzubinden, weil da so eine riesen Werbung drauf ist von der anderen Seite. Deshalb müsst ihr euch das jetzt vorstellen. Okay? Weiter geht's. Okay. Und was man mit dem Schlauchtragekorb noch machen kann, wofür dieses Teil da ist, das kennt wahrscheinlich noch nicht alle. Zeige ich euch jetzt im nächsten Video. Alles klar? Schönen Dank fürs Reinschalten und wir machen gleich weiter, wen diese Packhilfe mal interessiert. Super. Danke euch. Bis dann. Tschüss.